Hallo Leute, hier ist euer Influencer Mark Bellinghaus. Dies ist ein Widerspruchsformular für Creator zu Maßnahmen bei Verstößen auf YouTube. Das ist ein Resultat des immer eifrigen, seit Monaten für seine alte arbeitende Tollmein, Rechtsanwalt. Ich habe jetzt hier geschrieben, hallo YouTube-Team, auch in dieser Entscheidung handelt es sich um ein Urteil, welches nicht rechtskräftig ist, da ich am 17.04.24 vor dem Richter in dieser Sache erscheinen werde. Können Sie mir bitte das Aktenzeichen nennen? Fragezeichen. Ist es dieses 014-462-23? Bin mir sicher, dass ich gewinnen werde. Mit freundlichen Grüßen, Siegfried Schmidt-König, alias Mark Bellinghaus. So, das schicke ich jetzt mal ab. Senden, so, das ist jetzt schon das zweite Formular. Ach nee, das muss ich hier noch erklären. Das, klar, im Namen, das muss ich auch noch machen, genau. So, genau, dann haben wir das auch gleich. Weil es ist wirklich hier wie im Dritten Reich, was der Kerl mit mir macht. Das ist unfassbar. Der hat hier wirklich überall angerufen und hat behauptet, ich wäre verrückt, ich würde lügen und ich wäre gefährlich. Ich werde irgendwie gewalttätig oder irgendwie sowas. Dieser irre Kerl. Es ist unfassbar. Also was ich hier mitgemacht habe, der hat nichts anderes zu tun als bei Google, YouTube und allen möglichen Publizisten anzurufen und zu lügen. Und ich habe Gott sei Dank auch Aussagen von Publizisten, die mir gesagt haben, da hat so ein Typ angerufen, Tollmein mit seinem Assistenten, und hat über sie die schlimmsten Sachen erzählt. Wir haben schon Angst gekriegt vor ihnen. Und da habe ich gesagt, genau, Dankeschön, können Sie mir das schriftlich geben? Ja, genau. Und dann, das war das hier. Katharina Kost-Tollmeins Skandalintendanz, gelesen von Autor und Schauspieler Mark Bellinghaus. Ich habe mir da Mühe gegeben, das war zwar nicht perfekt, aber wie auch immer, ich kriege ja auch keine Kohle dafür. Ich mache hier alles idealistischerweise. Und so, und dann wollte ich euch noch zeigen, hier diese Sache. Genau, das ist von Antenne Münster. Da ist sie so, wenn sie so aussehen würde, dann wäre das ja noch erträglich. Aber wir wissen ja alle, wie sie mittlerweile verbissen reinschaut. Es ist bei einem Intendantenwechsel üblich, dass ein neues Leistungsteam auch ein neues Bühnenensemble mitbringt. Klar, aber nicht alles. Heißt es vom Theater Münster. Das Theater lebe auch vom Wechsel. Ja, aber diesmal war das wirklich in die Scheiße gegriffen, weil das ganze Team harmoniert gar nichts. Und das finden auch die Kritiker so. Die mehr als 40 Beschäftigten, das sind mehr als 40, das sind 45, die jetzt ihre Kündigung bekommen haben, bemängeln die veralteten Vertragsstrukturen an deutschen Theatern. Herr Westermeier, haben Sie das verstanden? Soll ich es nochmal wiederholen? Ja? Die mehr als über 40 Beschäftigten, die jetzt ihre Kündigung bekommen haben, bemängeln die veralteten Vertragsstrukturen an deutschen Theatern. Und dann stellt sich Herr Westermeier, stellt sich mit gekreuzten Armen hin und macht ein schönes Foto und ist da am Demonstrieren für den NV-Vertrag und ja und klar und gibt Interviews. Und dann schreibt er so eine hinterlistige, hinterfotzige E-Mail an diese Alte und freut sich schon, sich nächste Woche vorzustellen mit dem Missbrauch seines Amtes. Versteht ihr das? Er geht da immer ab mit diesem Titel und jetzt ist er auch noch Vize und demnächst wird er wahrscheinlich noch Gott. Und ja, genau. Also bis auf wenige Unkündbare wird in Münster das Personal in allen Sparten komplett ausgetauscht. Das ist kompletter Irrsinn. Heißt es in einem Brief, der Antenne Münster vorliegt. Die meisten gehen nicht freiwillig und beklagen auch, dass sie kaum Gelegenheit hatten, sich für eine Weiterbeschäftigung zu empfehlen. Viele MitarbeiterInnen stehen jetzt vor einer ungewissen Zukunft, auch weil in Corona-Zeiten freie Stellen an Theatern noch rarer sind als sonst. Das muss man sich mal vorstellen.
Sie fordern auch den Rat der Stadt auf, sich mit der schwierigen Lage des Theaterpersonals zu beschäftigen. Also hier, da ist sie. Ich hoffe, du bist bald weg. Wirklich. Kannst du hingehen, wo der Pfeffer wächst. Dann kannst du da dein Theater machen mit deinem Mann. Kannst ihn als den neuen Superstar auf die Bühne stellen. Als Moderator für die kalte Kacke. Genau. So. Also, das war das hier. Und ich hoffe, dass es hier, genau hier, ich zeige euch mal hier. Hier habe ich die ganze Zeit die Zettel verteilt, direkt davor. Da habe ich immer meinen Stand hingemacht und die ganzen Petitionen. Und dann habe ich mit den Leuten geredet. Und die fanden das alle ganz toll, dass sich einer wenigstens für diese ganzen armen Leute einsetzt. Weil der Herr Westermeier, der kriegt ja lieber in alle Öffnungen der Generalintendantin Kostolmein nochmals. Falls ihr das nicht seht, ich mache da gleich einen Link an die E-Mail, dann könntet also an dieses Video, dann könnt ihr das andere sehen, dann könnt ihr auch diese E-Mail sehen von Herrn Schleimer professionell an Frau Kostolmein. Und ich hoffe, das reicht jetzt auch. Und ich hoffe, dass wirklich dieses Walten und Schalten dieses Herrn Westermeier von sich selbst eingestellt wird. Wenn der Mann wirklich noch Prinzipien hat, jetzt ist er geoutet für seine Scheiße, jetzt kann er sich neue Kettchen kaufen und irgendwo in so ein Privattheater hinsetzen und auf großen Macker und dicke Hose machen. Also Leute, gute Nacht.